Letztes hat der Mama uns etwas von Ivo seiner Botschaft erklärt. Um es besser zu verstehen, hat sie meiner Schwester eine lange Gabel in die Hand gegeben. Jetzt musste meine Schwester versuchen, mit der Gabel den Kuchen zu nehmen und ihn zu essen. Aber es war gar nicht so einfach. Sie konnte den Kuchen nicht essen, weil die Gabel zu lang war. Dann darfst du auch mal versuchen. Und auch bei mir hat es nicht geklappt. Mama sagte, wir sollen mal überlegen, wie wir vielleicht doch noch den Kuchen in den Mund bekommen. Da kam mir die Idee. Ich habe meine Gabel meiner Schwester hingestreckt und sie konnte meinen Kuchen essen. Danach hat sie mir ihr Kuchenstück gegeben. Daraus haben wir gelernt, dass wir uns gegenseitig brauchen, um am Ziel zu kommen. Wenn man seinen Kuchen nicht abgeben möchte, dann hat niemand etwas davon. Was heißt das für uns im Alltag? Mama hat uns erklärt, dass Ivo in der Botschaft gesagt hat, dass Gott uns so geschaffen hat, dass wir ein Fürleben haben sollen. Das heißt, immer wenn wir für den anderen schauen, dann machen wir das, was Gott von uns will. Wir haben zusammen gesprochen, wie bei uns ein Fürleben aussehen könnte. Zum Beispiel, wenn ich meiner Schwester das Spielzeug gebe, was sie gerade will, auch wenn ich es selber möchte, kann ich es ihr mal zuerst geben und bin im Fürleben. Wenn ich es für mich aber behalte, kommt der Unfall und das ist nicht schön. Da wenn ich auf Toilette war, kann ich danach die Spülung drücken. Und mit der Bürste sauber machen, so hat der nächste Freude. Das ist Aufleben. Oder wenn meine Schwestern schlafen, wenn ich aufwache, kann ich ganz leise die Tür schließen, dass sie nicht aufwachen. Da bin ich auch im Frühling. Wenn wir für die kleinen Geschwister schauen und ihnen helfen, wenn sie Hilfe brauchen, dann sind wir im Fürleben. Wenn ich aber lieber meine Sachen weitermache, zum Beispiel spielen oder wenn ich gerade am Malen bin und sie nicht beachte, dann geht es nur um mich. Das nennt Ibo in der Botschaft Isssucht. Das wollen wir jetzt gemeinsam trainieren, dass wir ins Fürleben kommen. Weil so können wir ganz einfach jeden Unfrieden und Streit überwinden. Wenn jeder nur für den anderen schaut, dann gibt es nur noch Frieden. Machst du auch mit? Weil auch du bist zum einen Fürleben bestimmt.